Willkommen zurück zu Banjo-Tooie! Endspurt im Pterodactylus-Land. Wir fliegen nochmal eine Runde. Ein paar Sachen gibt's, die wir noch nicht gemacht haben, die schaffen wir aber heute. Und jumpen dann zur sechsten Welt. Oh ja, das wird ein Spaß. Okay, die Flugblätter haben wir von Terry bekommen. Da können wir uns ein bisschen umher bewegen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um ein Easter Egg zu zeigen. Na? Wir machen das am besten. Was Rare hier für, ich will nicht sagen, schwarzen Humor eingebaut hat. So. Perfekt. Na, warte, noch ein bisschen tiefer. Ich will nichts sagen. Am besten macht man Statistik-Fundsachen. Und dann sieht man schön das Bild. Na gut, Fundsachen steht drüber. Ja, wir sehen rechts ein männliches Geschlechtsorgan. Und links, das könnte, ich glaube es zwar nicht, aber sagen alle ein... Oh. Ein Hinterteil darstellen. Keine Ahnung, was es in dem Spiel zu suchen hat. Ich nehme es einfach mal so hin. Alles nur Zufall, ist so ganz klar. Ne, ernsthaft, es gibt mehrere solche Andeutungen. Und ja, weiß nicht, ob die Rare-Mitarbeiter damals so viel gearbeitet haben, dass sie ihre Frau nicht gesehen haben. Auf jeden Fall. Interessant. Als nächstes gehen wir hier in diese Ecke. Da waren wir noch nicht. Da ist nämlich noch einer, der unsere Hilfe braucht. Aber dem wir es noch nicht helfen können. Das Witzige ist, hier gibt es eine Cheeto-Seite, die man auch noch nicht bekommen soll. Aber wenn wir dahin fliegen können, können wir schon einsammeln. Aufgepasst. Eingesammelt. Es freut mich immer wieder, das Spiel auszutricksen. Also hier ist eine Cheeto-Seite gewesen. Hat hier oben geschwebt. Geschwebt? Hä? Schwebte da oben. Sagen wir es so. Und eine andere Möglichkeit, was ich damals gemacht habe, ist halt die Zeitbombeneier und genau treffen. Dass man genau auf die Cheeto-Seite runterfällt. Das habe ich im ersten Let's Play gemacht. Jetzt bin ich mal hingeflogen. Offizieller Lösungsweg. Später ist das hier alles ausgeflutet und man kann einfach hinschwimmen und hochschwimmen. So ähnlich wie bei Click Clockwork in Banjo-Kazooie in Knortys Bau. Aber wer ist hier eigentlich und was hat er für ein Problem? Hey du. Guckst du so traurig? Hast du Dost? Da ist doch dein Tümpel. Dümpo, dürstender Diplodocus. Solchen Durst, ich brauche dringend Wasser. Warum suchst du da nicht nach Wasser? Es wird nicht einfach vom Himmel fallen. Die Sonne verbrennt am Tempo. Ich muss in der Höhle bleiben. Hol mir bitte etwas zu trinken. Armer Kerl. Okay, ich hole dir was zu trinken. Dauert noch ein bisschen, ne? Ein Cocktail oder so. Ja, den können wir erst helfen, wenn wir in der achten Welt etwas erledigt haben. Ich glaube, da müssen wir noch nicht mal hierher zurückkehren. Von der achten Welt aus bekommt er dann sein Puzzleteil. So, nächste Aufgabe. Pass auf, wir haben ja noch die Eier von Terry. Die müssen wir ausbrüten. Wie machen wir es am besten? 2 der 4 Eier haben wir schon gefunden. Eines war... Lass mal ein bisschen zu hier. Eins der beiden Eier war... Ach komm schon, nein. Knacks. War an der Ugelbuckelhöhle, ne? Die Armen, die so gefroren haben. Den Steinzeitmenschen, den haben wir es wieder warm gemacht. Was sind hier Trennplatten? Ich habe irgendwas im Kopf. Nur Unsinn habe ich im Kopf. Ich finde gerade keine. Ich finde halt keine. Dann gehe ich halt zu hoch. Ach ja. Ich finde schon Trennplatten, keine Angst. Das zweite Ei ist im Berg drinnen, ganz oben. Da waren wir ebenfalls. Da. Ich weiß nämlich, wo Trennplatten sind. Ziemlich genau hier. Immer wieder zur Styracosaurus-Familie. Der haben wir schon ganz früh geholfen.
Eigentlich mache ich die zum Schluss, aber haben wir halt mal hinter uns gebracht. So. Endlich. Endlich sind wir diesem Bären los. So, schön, dass sich hier alle freuen. Bestimmt finde ich 20 Trennplatten jetzt auf dem Weg. Das wäre nur zu typisch. Ach Gott, wir müssen fliegen. Wir sollten fliegen. Damit geht's auf jeden Fall. Hey. Wenn jetzt manche sagen, ey, du bist doch eben geflogen. Ja, nee. Erstens mal nicht die Treppe runterfliegen und zweitens mal mit Kesui alleine. Lass mich doch runter. Ist schon tricky gemacht. So, jetzt die Schuhe. Und jetzt da hoch, bitteschön. Verdammt hoch war das. Und jetzt fliegen wir zum Ei. Ich würde Kesui auch wieder zurückverwandeln. Weil ich glaube, die Fähigkeiten eines Drachen, halt zu kokeln und so. Ja, ich sehe lieber das originale Kesui-Design. Mann, lande doch. Ja, ist ja gut, ich komme ja schon. Ach. Mami kommt. Das ist eines meiner goldigen Kleinen. Oh, ist das nicht süß? Total. Fliegt jetzt einfach mal den ganzen Berg hoch mit seiner 2 mm Flügelchen. So, das letzte Ei befindet sich bekanntermaßen... Ich weiß wieder, wo es ist. Ich weiß es wieder. Wie komme ich noch am besten dahin? Wie komme ich am besten dahin? Oh, lass mich überlegen. Wie komme ich am besten dahin? Wo war das? Wo war das? Ah, so ist man verrückt. Die Unga-Bunga-Höhle. Das ist der Bahnhof. Gehe ich also wieder hier hoch. Und hier. So, das müsste die Unga-Bunga. Ja, ist auf jeden Fall. Ist sogar der andere Weg, als ich dachte, aber ist egal. Hi. Lass mich mal kurz durch. So, jetzt sind wir hier. Wollte gerade sagen, lass mich doch da hoch, ey. So. Hier sind auch Trennplatten. Herzlichen Glückwunsch. Und hier ist das letzte Ei. Waren wir schon zweimal zuvor. Hallo. Und das letzte. Seh nur, ist sie nicht ein großes Mädchen? Wie wahr? Sie kann nicht mal fliegen. Ich fürchte, es ist nicht genug Platz im Nest. Glaubst du, du könntest sie mit einem Granatenei treffen? Wie kaltherzig. Hat und Witz, bring sie zu mir und ich arbeite ein Trainingsprogramm für sie aus. Dann schau ich mal nach Banjo. Okay, du bist zu fett. Aber sei froh, es ist diesmal wirklich nur Babyspeck. Das ist ja natürlich saublöd. Jetzt muss ich als Banjo alleine her. Hätte ich da die Trennplatten benutzt? Komm, lassen wir das Thema. Kamera bitte. Bitte. Dankeschön, die Kamera weigert sich und damit bin ich down. Was aber nicht schlimm ist, denn dann bin ich direkt wieder bei Banjo. Mann. Wer freut sich? Achso, was ist denn in der Höhle? Ich wollte gerade sagen, ich laufe mit Banjo alleine hin. Das wäre natürlich Quatsch, weil unmittelbar beim Ei befinden sich ja Trennplatten. Was passt schon? Es ist natürlich immer so, dass das letzte Kind das Fette ist. Also was man als letztes ausbrütet, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Hab da gar nicht mehr so dran gedacht. Aber ist okay. Das heißt, wenn ich das am See oder so ausgebrütet hätte zuletzt, dann wäre das gewesen, das Banjo ins Nest schleppen muss. Ja, wie macht er das am besten? Ich denke mal, die Antwort kennt ihr. Und
Und zwar mit seinem neuen Rucksack-Move. Da haben wir ja schon Dinos im Rucksack rumgetragen. Klar. Dann geht das auch mit so einem Küken. So. Papa Banjo kommt schon. Keine Angst. Und rein mit dir. Da platzt der Rucksack aus allen Nähten. Das ist okay. Bums. So. Jetzt auf schnellsten Wege zu Terry. Bam, 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 bam. Lass mich durch. Mach keinen Stress. Teleporter auf den Berg drauf. Na, oder? Oh Gott. Komm ich jetzt irgendwie runter? Ja, ich kenne eine Möglichkeit, wie ich ganz schnell runterkomme. Da ist ein Teleporter. Da, da, da. Dann ist hoffentlich alles okay. Oben auf dem Berg. Up to the mountain. So, so, so. Und dann hätten wir, glaube ich, erstmal alles gelöst, was wir bis jetzt lösen können. Ich muss immer nach einer Welt nachdenken. Haben wir denn jetzt alles? So, BJ. Raus mit dir! Das ist das Letzte! Gott sei Dank, Kazooie kann keine Eier mehr sehen. Hier ist, wie versprochen, die zweite Hälfte der Belohnung. Da sag ich schon mal danke. Aber von Terry jetzt 3 Puzzleteile bekommen. Ja? Also eins war hier unten im Nest einfach. Ich hau lieber ab. Eins nach dem Sieg im Kampf. Ich bin am überlegen, ob ich mich jetzt einfach wieder in den Abgrund stürze, um zu Kazooie zu kommen. Ist eine Möglichkeit, ne? Wenn man's will, geht's nicht. Wenn man's will, geht's nicht. Ey, Mann! Oh, Mann! Kazooie, wo bist du? Auf geht's, Mann! Ich mach's ein bisschen schneller und einfacher. Ich gehe in die Wolke am Bahnhof. Der ist ja jetzt hier. Und dann kann Kazooie zu mir kommen. Und dann wär's es gewesen. Wir werden dann nochmal kurz überlegen. Bahnhof. Hey, warte mal, hier gab's auch was. Kann das sein? Ich muss mich nochmal hier umschauen. Ob es hier irgendwas gab. Lass mich mal. Ich will nach Hause. Okay, okay, okay. Und jetzt sind wir... Meine Fräse. Wie wär's mit jetzt im Wasser landen? Das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Na bitte, Brigitte! Bam. Bam. Gut. Schön, schön. Ich glaube, am Bahnhof muss noch was sein. Es fehlt ja noch eine leere Honigwabe. Da bin ich die ganze Zeit schon am Überlegen. Wo könnte die sein? Und ein Jinjo weiß ich noch. Oh Gott, den darf ich nicht vergessen. So, da war ein Unga Bunga. Oder ich glaube, das war am Bahnhof von der 6. Welt gab's was. Ach du Faker, ey. Hat er mich erwischt, ey. Hat er mich erwischt. Hat er mich erwischt? Mit der Kesselkeule ist nicht zu spaßen. So. Ich gucke halt noch immer. Hier war auch nichts. Hier war auch nichts. Statistik, bitte. Gesamtübersicht. So, wir haben alle Moves, alle Globos, alle Cheeto-Seiten, alle Noten. Den Jinjo holen wir gleich noch. Die Honigwabe. Ich habe keine Ahnung. Wo ist sie? Das könnte mit dem Trampeltal zusammenhängen. Da habe ich ja noch das eine gefehlt. Da brauchen wir, glaube ich, noch einen Move von Banjo. 2 Puzzleteile fehlen noch. Das eine ist von dem Dino, der so durstig ist. Dem können wir noch nicht helfen. Und das andere ist vom Ugelbugelstab.
die nach ihrer Wärmebehandlung jetzt Fast Food wollen. Das Fast Food können wir aus der dritten Welt holen. Allerdings, wenn wir eine Welt verlassen, dann müssen wir das Fast Food ja immer abgeben. Es sei denn, wir nehmen die Abkürzung wie gesehen. Dazu fehlt uns allerdings noch ein Move. Das heißt, nur noch der letzte Jinjo. Wo ist er denn? Wo ist er denn, der Bursche? Da müsste er sein. Da ist er drin! Es war ganz einfach, hätte ich direkt zu Beginn machen können. Wie komme ich da am besten hin? Vielleicht auch normales Ei, glaube ich. Doch nicht? Okay, das geht. Ei, gut, wie? So hoch gehen die Zeitbombeneier leider nicht. Sonst hätte ich das echt so gemacht. Zeitbombenei. Und der Jinjo ist rasiert. Okay. Dann stoppen wir uns mal kurz die Flugplatte. Dann können wir dahin. Und die Sache passt. Gell? Ja. Ich hoffe mal, dass die Honigwabe im Trampeltal ist, dann weiß ich hier alles. Aber ich bin zufrieden. Ja, ja. Habe relativ viel schon gemacht. Also je weiter eine spätere Welt wir anfangen, also in diesem Falle die fünfte Welt, desto kompletter kann man die natürlich abschließen, weil man nicht mehr so viele Level, nicht so viele Welten hat, die danach noch kommen, die Moves für uns haben, etc. Dass wir etwas nachholen müssen. Verständlich? Nee, das klang total kacke. Aber ihr wisst, was ich meine. Inhaltlich war es voll korrekt. Na du? Sieht aus wie so ein Mini-Tlungo. Ohne Witz. Tlungo. Was mache ich am besten? Ah! So. Auf Geld passt. Sinnlos verprasst. Wie angekündigt, werde ich Kasui wieder zurückverwandeln. Also ihr geringer Nutzen als Drache. Ich meine, sieht anders aus und so und kann Gegner abfackeln, aber diese geringen Vorteile werde ich dann doch lieber eintauschen gegen Kasuis originales Design. Weil als Drache finde ich ihren Schnabel bisschen doof. Ah, schön, dass du zurück bist. Warte mal, wie mach ich denn? Genau. Ha, leg dich aufs Kreuz. Ich find's gut. Machen wir gerade nochmal. Perfekt. So, wir haben ja schon mal aus Langeweile das Ödland hinaus das Sumpfgebiet erreicht. Einfach nur mit den Schuhen aus der fünften Welt hier aufgemacht. Und ich glaube, ja. Crunchy's Industries ist offen. Yeah. Da beginnen wir jetzt ein bisschen mit der sechsten Welt. Ein bisschen kann schon sein. Bist du echt da oben? Ich glaube, das ist ein Fake. Ich bin eigentlich sicher, dass es ein Minjo ist. Dieser Faker. Ey, mein neuer Lieblingsmove. Ich habe den immer zu selten benutzt. Die Kessokeule. Willkommen in der Crunchy GmbH. Die sechste Welt. Die verhasste sechste Welt. Wer das Spiel noch nicht kennt, wird wissen und merken, warum. Also, eigentlich ist es ein großes Firmengebäude. Mit wahnsinnigen Arbeitern, aber die sind gar nicht mal so schlimm. Das ist zu. Also hier Haupteingang ist zu. Ja, und außenrum ist ehrlich gesagt herzlich wenig. Wir kommen aber nicht rein, weil ist zu. Ne? Wie kommen wir da rein? Jemand eine Vermutung? Gut, da oben müssen wir nicht hin, aber ihr hört irgendwas hüpfen. Ja, was könnte das sein? Halt die Klappe. Ach, das wird ein Spaß hier. Das wird ein Spaß. Jipsa. Ah, nicht richtig gesprungen, Junge. Okay. Gehen wir mal hier hoch.
So. Da ist, vielleicht sehen wir es aus der Ferne. Eine Batterie. Eine Batterie. Eine Batterie. So, interagieren. Keine Batterie zur Verfügung. Such doch mal hier. Erstens, über dem Ein- bzw. Ausgang der Welt. Zweitens, in der zweiten Etage, bewacht von Druiden. Drittens, in der zweiten Etage, nahe der Tür zum Elektromagnetraum. Viertens, in der dritten Etage, nahe Mumbus Schädel. Es gibt nur 4 Stück. Okay, kam mir immer vor wie 100. Hier können wir auch rein, wenn wir es können. Zeitbombenmeier? Nein. Müssen wir dann wieder einsammeln, wir haben so wenig. Mal sehen, ob wir da durch können und ob das überhaupt was bringt. Nein. Sollst da rein, Schätzchen. Ja, wir können da rein. Mal sehen, ob wir irgendwas... Ne, Cheeto-Seite. Und mehr gibt's ja scheinbar auch wirklich nicht. Ich hoffe. Ja, also ihr merkt schon an der Beschreibung, es gibt hier einfach viel zu viele Etagen. Und die sehen relativ ähnlich. Es gibt natürlich auch Schönes. Zum Beispiel noch ein Wiedersehen mit einem alten Kumpel aus dem ersten Teil. Ja. Ich verrat's noch nicht. Aber es wird lustig. Aber wie kommen wir da rein? Ich meine, es ist immer noch kein Eingang. Hier, jetzt können wir den Bahnhof aufmachen. Na gut. Machen wir halt den Bahnhof im Gebäude auf. Aber wir sind ja nicht im Gebäude drin, also können wir den Bahnhof auch nicht benutzen, oder? Ja, der einzige Weg, in das Gebäude reinzukommen und die Welt wirklich anzufangen, ist, in einer anderen Welt den Bahnhof zu benutzen. Und damit reinzufahren. Ich bin da echt mal nicht drauf gekommen hier. Ich glaube auch anfangs... Oh Mann. Anno 2001 nicht. Und ich glaube auch im ersten Let's Play habe ich es total verpeilt. Also, wie kommt man hier rein, verdammt? Da hinten kann man noch Sachen versuchen. Da sind auch wieder so Spuren an der Wand. Wow. Da im Sumpf geht schon wieder irgendwas ab. Aber es ist ganz simpel. Wir reisen mit dem Zug in die Fabrik hinein. Haha. Weil der Zugschalter außen ist. Clever gemacht, oder? Auch eine andere Möglichkeit, da hinzukommen. Eben einfach mal glatt den Bahnhof hier auf der Oberwelt. Und zeigt für mich mal wieder, wie clever an für sich die das gemacht haben. Mit dem Zug. Klein, aber fein. Eine schöne Idee, oder? Könnt ihr mal die Kombi schreiben. Ist ja echt... muss ich einiges einfallen lassen. Weil jetzt haben wir so ziemlich... ziemlich alles gemacht. Mit dem Zug. Ich müsste jetzt... Doch, ein bisschen was gibt's noch. In der 7. Welt dann, aber... in der 8. Welt taucht er dann nicht mehr auf. Der Zug. So. Schaffen betrachtet die Höhlen aller Heulen des Herodactylus-Lands. Möchtest du Schaffen abgeholt werden? Yep. Mach mal. Ja. Hat jemand als Höhlenmalerei einen Zug an die Wand gemalt? Natürlich. Was denn auch sonst? Auch schön die Schienen, falls ihr eben drauf geachtet habt. Das sind dann natürlich aus Knochen und dem... Na, sag schon. In der Crunty GmbH waren die so ziemlich mechanisch und alles. Gut. Der Zug ist da. Wir können in die Crunty GmbH reisen. Wir werden da, glaube ich, erstmal den alten Bekannten in Angriff nehmen und dann werden wir uns einen Überblick verschaffen in Grundhildas eigene Firma. Was stellen die da eigentlich her? Wir werden es erfahren. Freunde, bis zum nächsten Mal. Nicht verpassen. Daumen hoch. Bis dann und ciao.